Hallo und kommen wir zu Train Simulator in U-Bahn Frankfurt. Nachdem die letzten Male an Weihnachten ja immer wieder ernsthafte und richtige Videos kommen, habe ich mir gedacht, so für das allererste Video im neuen Jahr, so richtig das erste Video im neuen Jahr, muss man wieder ein bisschen Unsinn sein, ja? Ich meine immer diese ernsthaften Simulationen von, ich will in der Simulation zu tun und ob das wie echt und real wäre. Ich will erstmal mal ein bisschen anders machen und wenn schon ein Spiel die Möglichkeit dafür gibt, dann muss man es mal tun. Ich glaube, knapp am Ende des letzten Jahres ist noch ein neues DLC für Trenchmörder rausgekommen, wo ich dachte so, warum? Weil ich wusste, ich konnte in U-Bahn Hamburg rauskommen, aber halt vom Entwickler auch durch Straßenbahn für Wien und für München gemacht hat. Und auf einmal aus dem Nichts kam aber ein DLC für Hamburg raus. Leider momentan noch nicht so wirklich interessant. Da gibt es eine 90-minütige Strecke, wo man quasi geradeaus fährt auf der U auf einer U-Bahn-Linie zumindest. Und da ist echt lang für ein Video. Deswegen, das mit so, die U-Bahn an sich ist interessant, einfach zu bedienen. Und da habe ich mir gedacht, bauen wir noch mal die U-Bahn hier in Hamburg rein. Denn eine Sache muss ich einmal sagen: Die U-Bahnen in Frankfurt sind noch relativ alt. Also 10 Jahre sind die mindestens schon alt, wenn nicht nur älter. Und hier die von Hamburg ist einfach momentan top modern. Ich würde mal sagen, eine U-Bahn-Wagen U10 vielleicht können da schon sein. Oder so eine U-Bahn-Wagen U6, ne? Was man mal sieht, sind keine Oberleitungen. Das muss ich sagen, an Anführungszeichen, richtig echte U-Bahnen haben Stromschienen. Ich weiß gerade nicht, wo die verbaut sind. Ich glaube, irgendwo hier rechts müssten die dann eigentlich sein. Glaube ich jetzt mal. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob das. Ich glaube, ist das hier. Das müsste sein, dass in den richtigen U-Bahn-Linien. Ich werde hier noch so eine Metallschiene quasi hinten lang, wo der Strom drauf ist. Wo die quasi der Strom von da in die Fahrzeuge reingeht. Ich glaube, das sind die Dinger hier. Deswegen nicht wundern, wir haben hier keine Oberleitung, aber ist halt nur ein Spiel und deswegen. Egal, Strom kriegt die Bahn trotzdem da. Die weiß, ich bin auf Maschine. Wo das drum wirklich herkommt, ist für ein Spiel irrelevant. In anderen Städten herrschen andere Maße. Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug und dann noch ein Todesfahrzeug. Ich übrigens für die mittlere Reihe. Ich hätte auch ein Dreier machen können. Aber ihr seht ja jetzt schon, der Bahnsteig ist jetzt schon fast eingenommen. Heißt also in Hamburg sind die U-Bahnen nochmal länger. Naja, genug geschwafelt. Ich würde mal sagen, wir fahren mal ein Weilchen, mal gucken, wie lange das Video so geht. Fahren wir mal los. Wir müssten eigentlich hier nicht viel tun. Wie gesagt, wie die Bahn funktioniert, ist eigentlich immer gleich. Mit den Unterschieden, dass ich jetzt hier kein Ziel eingeben werde, dass wir hier im freien Spiel drin sind. Läuft aber übrigens besser als in U-Bahn Frankfurt, nämlich der Zugnummer, weil da hat man quasi dann hier im Aufgabenbereich die ganzen Daten schon drin stehen, damit man nicht irgendwie erstmal irgendwie diesen Zettel hier raussuchen müsste. Aber all das könnte ich euch nochmal zeigen, wenn ihr nochmal ein richtiges U-Bahn Hamburg sehen wollt und nicht irgendwie den U-Bahn-Wagen in Frankfurt. Deswegen würde ich mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal los, nachdem wir die Türen aufgemacht haben natürlich. Türen machen wir hier mit D auf. Denn, ja, keine Ahnung, warum das wie bei normalen Fernverkehrszügen einfach ist. Das automatisch erkennt, auf welcher Seite die Türen sich befinden. Aber egal. Einsteigen bitte. Einsteigen bitte. So, ich muss noch mal wissen, wie ich hier zukriege. Hallo? Ah ja, die geht automatisch zu, auch gut. Bums. Ich muss mal wieder eingrooven erstmal. Wir fahren jetzt einfach mal. Also fahren ist schon mal sehr gut, ja. Also die Geschwindigkeit kann man sehr gut damit begrenzen. Klingt auch gut. Ah, ich habe mich mit den 30er schon raus. Ich habe jetzt hier mein Enkam angefangen, weil erstens du hier die bekannteste Linie in Frankfurt, zweitens bis Daten hier draußen
Und da kann man die U-Bahn ja gleich besser sehen, als wenn wir jetzt nach unten fahren. Wir werden auf jeden Fall noch mindestens bis zur Kronstadter Wache vorfahren. Ob man danach noch länger weiterfahre, bin ich noch nicht ganz sicher. Und die Bremsen. ja. Na, och. Lang nicht mehr gespielt, ne? Ja, ich wollte hier hin. Ja, okay, ich bin natürlich wieder Bahnhof vorbeigedonnert. Ich muss schon sagen, die U-Bahn-Wagen sehen schon nett aus. Ne? Man sieht, wie modern das ist mit den Türen. Wir können auch gleich nochmal Innenraum nochmal angucken. Wir haben ja eh keinen Zeitstress. Nur ich weiß nicht, warum die Türen jetzt nicht zugehen. Habe ich vergessen. Also ich muss mal gerne mal wissen, wie sehr habt ihr es mit der Genauigkeit oder dem Spaßfaktor? Ich kann natürlich wirklich beurteilen, dass irgendwie alle sagen, hier was für ein Unsinn, was für ein Schwachsinn, das ist total unrealistisch. Da ist mir alles bewusst. Ich finde halt das Unrealistische halt auch mal cool, mal auszuprobieren, weil heutzutage die ganzen Fahrzeuge so realistisch aussehen, ob sie wirklich echt wären, und die dann mal an einen falschen Ort zu platzieren, wo die nie im Leben hinkommen würden, und da halt die Bilder und das Ganze alles einfach so realistisch aussieht, könnte man echt fast meinen, dass das tatsächlich so passiert. Deswegen, mit dem Wissen, es wird eh nie passieren, kann man sich doch damit ruhig sagen, ja. Ist mal lustig. Ist ein lustiger Witz. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich im Video schon mal mit dem ICE hier durch Enkheim gefahren oder war das offline gewesen? Da kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Aber anscheinend gehen die Türen hier automatisch zu. Ja, ich steht jetzt bitte nicht einsteigen drauf, aber wir müssen jetzt mal die Tür genau nehmen. Ich gucke, ob hier irgendwie was eingeben könnte. Aber ich glaube nicht. Nee, nee. Bitte halt nicht. Ich muss schon sagen, man sitzt ja auch ziemlich interessant. Ne? Hier sind wesentlich weniger Knöpfe, weil ich im U5-Wagen von Frankfurt. Also wann hier in Frankfurt, also kann man sich nur mal so fragen, wann kommen mal so richtige Hightech-Züge in Frankfurt an? Momentan ist ja der T-Wagen im Anrollen hier in Frankfurt, auch wenn er noch nicht regulär auf Linie unterwegs sind und noch nur zwei davon da sind, aber musst du echt so sagen, ne? Wenn man überlegt, was für ein Koloss an Metall hier da rumfährt, das dauert, bis du was zusammengebaut ist. Aber mal gucken, wie lange dauert, bis hier in Frankfurt auch mal alles modern ist. Ich glaube, in vielen anderen Städten sind dann richtig viele moderne Sachen unterwegs. Und die U5-Wagen sind halt auch so 10 Jahre alt, ne? Und das, obwohl die eigentlich die neuesten sind. Aber ich glaube, man kann nicht alle 5 Jahre neue U-Bahn-Wagen holen oder Straßenbahnen holen. So, jetzt habe ich heute mit dem Bremsen wieder raus. Wir können jetzt mal reingehen. So sieht es hier drin aus. Eigentlich auch ganz nett, dass man hier wirklich sieht, bei den Türen mal ganz schnell hier längs einsteigt und dann halt hier wieder die Viererplätze sind. Ich muss schon sagen, hier sieht echt wieder gemütlicher aus als im U5-Wagen irgendwie. Und hier an den Türen gibt es sogar auch Notfallsitze. Bei der U-Bahn ist die direkt das Cockpit zu Ende. Und hier sogar auch Mittelstangen. Kann ich sagen, war ich besser oder schlechter, ne? Irgendwie, aber man muss ja bedenken, in U-Bahn sitzt man ja in der Regel nur 5 Minuten drin. Also wenn ich wo einsteige, ich setze mich hin, ich sehe so oft Leute, die setzen sich hin, ne? Die brauchen ewig zum Hinsetzen. Und als Beispiel Hauptwache so Kronstadter Wache, ja, da ist so ein kurzer Weg. Bevor die sich richtig hingesetzt haben und sich gemütlich gemacht haben, müssen die schon wieder aufstehen, weil die nur an Station fahren wollen.
So, hier will ich jetzt mein Bild machen. Dann braucht ihr ein Thumbnail. Ja, genau, hier am Bahnübergang. Hier ist richtig gut. Wobei, ich habe ja natürlich keine Ahnung. Ich habe noch ein Bild aus Enkheim. Vielleicht nutzt auch das da, weil hier, wenn dieser hier Frankfurt ist. Ach, vielleicht mal unterirdisch. Aber ich muss schon sagen, hier habe ich richtig gut vor der Ampel angehalten, ne? Obwohl die grün ist hier. Toi, toi. Oder hier Anfahrsound. Hier mit dem Automaten wäre es doch noch mal gut, oder? Hier, da ist noch die ganzen. Ach, ich kann auch mal ein Bild machen. Genau, jetzt fällt mir ein, wenn ich am U-Bahn-Depot bin. Hallo? Ja. Oh, hier muss man jetzt natürlich aufpassen, ne? Hier ist hier engste die oder die beste Kreuzung in ganz Frankfurt, glaube ich. Also mein aktueller Stand. Weil hier kann man mal ein Foto machen, wo die dann Bahn, nämlich hier bei den echten U-Bahn Frankfurt vorbeifährt, damit man nochmal sieht, da ist wirklich Frankfurt, in der die Hochbahn fährt. Ja, man sieht hier auch, guck mal hier, wie das Gelenk hier ausfährt. Also da sieht man auch nochmal, was für U-Bahnen gekauft werden müssen, damit die überhaupt auf den Schienen fahren. Ich glaube, solche scharfen Kurven gibt es, glaube ich, gar nicht in Hamburg. Weil die zusätzlich gerade eigentlich relativ unrealistisch knicken. Relativ unrealistisch, mit Sicherheit. Oder? Ja, es geht noch, gerade so. Jetzt muss ich ein Foto machen. Da steht sie doch. Die U5-Wagen. Moment. So. Wenn das kein cooles Thumbnail wird, weiß auch nicht weiter. So, ach ja, sie fängt natürlich an. Ah. Guck mal an, hier all grün und auf einmal hier ein roter. Ich mache einfach mal ein paar Bilder jetzt.
Und ich tue das besser dann dabei mal aus. Nicht, deswegen nicht wundern. So, jetzt sind wir im Tunnel. Wie sagt man das Licht eigentlich aus hier? Moment mal, gibt es hier irgendwie ein bisschen was mit Licht? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Haben wir nicht ein Fernlicht hier drin verbaut? Ach, also im Gegensatz zu U5 sind jetzt so wenig Tasten. Eigentlich müsste ich doch hier einen Taster geben für das Innenlicht. Ich komme mit echt nicht zurecht hier. Ich brauche hier. Na, vielleicht probieren wir mal so aus. Ich brauche irgendwie einen Hebel. Ich komme irgendwie damit anders da nicht zurecht. Ja, seht ihr. Okay, vielleicht liegt auch nicht an mir. Keine Ahnung. Entschuldigung. Aber. Ich brauche die Tasten, ey. Ich dachte gerade, wir gucken in den Himmel raus. Okay, jetzt sind die Kamera verrückt. Ah, hier. Ja. So. Jetzt kriegen wir mal ein bisschen Gummi hier. Oh, jetzt geht's bergab. Ah, ich bin bei Mitte. Nein, ich bin wieder zu schnell. Ah! Komm, wir fahren einfach gleich weiter. Huh? Die Tür aufmachen, das lasse ich einfach mal gerade sein hier. Hier in dem Tunnel, da geht man eh nicht mal so viel hier wie draußen. Ich wollte noch zumindest ein bisschen Bock bis Konterbewache oder. Hauptbahnhof gefahren sein. Ich habe einmal was gelesen, wenn wir hier mal unten einen Tunnel fahren. Da ist ja Frankfurt ja eigentlich ja offiziell keine echte U-Bahn ist, weil die ja jetzt immer zum die halbe Strecke immer oberirdisch fährt und da auf diesem Schienennetz hier theoretisch gesehen, ich halt andauernd zu spät an. Und da ja auf dem Schienennetz sogar auch die Straßenbahn hier unterirdisch sogar theoretisch langfahren könnte oder die U-Bahn auf den Straßenbahnschienen fahren könnte, haben wir offiziell im Abmaße auch. Und deswegen hat auch die U-Bahn halt eben Oberleitung und nicht diese Schienenleitung da rechts neben. Weshalb quasi Frankfurt, dass die U-Bahn eher als Stadtbahn bezeichnet wird und nicht als U-Bahn. Und echte U-Bahn halt eben anscheinend
ich will kein Experte darin sein, ich habe das heute mit herausgefunden und halt auch gesehen mit München, Hamburg, Berlin, dass die alle die echten U-Bahnen, die halt auch unterirdisch fahren, aber gut, auch teilweise oberirdisch fahren, lebt man auch in Hamburg, trotzdem die U-Bahn halt eben rechts haben und nicht oben. Wir fahren weiter. Ich bin immer zu schnell. Ich fahre einfach mal langsam. Und kann man sich darüber streiten, man hier in Frankfurt überall U-Bahn gesagt und vor allem auch die U-Bahn-Schilder ja auch das Symbol für die U-Bahn-typische, ne? Ist ja auch überall aufgestellt. Deswegen wird überall U-Bahn gesagt, das Wort Stadtbahn verwendet man nur in den Dokus oder irgendwie in den Nachrichten, ja? Wie ja zum Beispiel letztens die Nachricht rauskam mit dem XXL-Zügen, dass man hier wirklich von hinten bis vorne komplett durchgehen kann, dass wir die Ersten in Deutschland sind, die das können. Ich weiß ja gar nicht, ob er von einer Stadtbahn oder von einer U-Bahn gesprochen wurde. Ich glaube sogar nur von einer Bahn. Aber ihr könnt mich natürlich nicht korrigieren, wenn ich was falsch sage. Ich wollte nur mal was sagen, was ich alles so mitbekommen habe. Man kann man natürlich streiten, weiß besser Oberleitung oder die Leitung neben den Schienen hier in Frankfurt, ne? Ganz klar Oberleitung, weil dann kann Straßenbahn, U-Bahn dasselbe zuvornehmen. Weil ich glaube, es gibt keine Straßenbahn, wo die Oberleitung, das Strom in der Schiene unten nicht, ne? Ich wäre noch nicht machbar für die Straße. So, ich bin Konstabler Wache, da will ich auf jeden Fall jetzt ordentlich anhalten. Deswegen fahren wir jetzt ganz langsam rein. Ja, ich sagte gesagt, wir fahren langsam rein. Also, okay, wir rollen rein. Ich will einfach nur sehen, wie das jetzt hier unterirdisch aussieht. Ja, also da ich jetzt hier nach U-Bahn Hamburg an der Konstabler Wache. Wenn jetzt noch eine S-Bahn kommen würde, wäre natürlich jetzt perfekto. Ich muss so, ach Leute, die sieht doch gut aus. Man kann hier natürlich sehen, dass irgendwie mit den Bahnsteigen sehr viel Platz noch ist. Ja, also, hoppla, da kann echt noch jemand reinfallen hier. Ja. Aber so schlimm. So, wir versuchen nochmal dumm anzuhalten, aber ich glaube, ich bewege nichts. Doch, ich rolle wieder. Mach mal die im Blickwinkel mal hier. Am Dom. Hamburger U-Bahn am Dom gesichtet. Sonst fahren hier noch die historischen U-Bahnen lang. Heute mal was Topmodernes aus Hamburg. Testlauf. Auf, geht zu Tür. Ich mache es wirklich nicht. Ich warte, bis die Automat zugehen. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie schneller selber zugeht.
So. Ach komm, wir überspringen jetzt wieder den Brandplatz. Wir fahren direkt im Hauptbahnhof, damit das Spiel mal zu Ende wird. Wir düsen, machen jetzt mal Vollspeed. Muss doch mal ein bisschen actionreich hier auch mal passieren, oder? Ich heißt heute kein Ernstfall spielen, ne? Schon allein wegen dem Bahnwagen, ne? Wenn ich irgendwann wieder realistisch nach Linie fahre, ich weiß anderes. Wir gehen hier im freien Spiel. Man muss ja nicht immer zu alles für ernst nehmen. Ich würde mal sagen, ich fahre doch beim Hauptbahnhof, den bekanntesten Ort, ne, hier in ganz Frankfurt, und beende das Video dort. Ich bin ja mal zu früh vom Gas gegangen, wie einmal, ne? Und abbremsen und langsam werden. Wir wollen ja auch nicht im Bahnhof hier antrudeln, ne? Ich muss aber schon dazu sagen, ne, bei U-Bahn Frankfurt ist es schon nett, dass ich wirklich jederzeit die Türen selber öffnen und schließen kann, beziehungsweise eine Freigabe reinhauen kann. Aber ich habe, wie gesagt, wieder das Spiel lange nicht mehr gespielt und ich hätte noch ein bisschen Informationen lesen müssen. So gut, ich würde sagen, Hauptbahnhof ist Endstation hier. Es reicht. Die Sicht hier, ne? Hier, guck mal hier, könnt ihr Hauptbahnhof sehen. Frankfurter Ausstattung hier. Das sollte dann ein gutes Schlussbild sein. Gut, ich bedanke mich damit. Ich hoffe, euch hat mal dieses unsinnige Video gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt, so ein Unsinn, oder sagt mal ganz ehrlich, von lasst diesen Quatsch bitte sein und sagt vor allem, wenn ich auch mal mit der U-Bahn Frankfurt in Hamburg fahren soll, U5 oder U4 Wagen, oder wenn ich meine realistische Fahrt mit den U-Bahn Hamburg, U-Bahn von Hamburg in Hamburg auch mal fahren soll, damit ich weiß, dass euch das interessiert. Und damit verabschiede ich mich. Beim nächsten, übernächsten Sonntag geht wieder ein Linienfahrt aus Frankfurt. Das Video ist schon lange auf dem Account. Freut euch darauf auf jeden Fall, wenn das jetzt eher schlecht für euch war. Also, danke. Tschüss.